extra für mir geholt. Brauchst du den Hut? Brauchst du den Hut extra? Fest verstanden. Stehst du sicher? Die Wunder von Polizei. Schlag dann runter. Wir schwenken die Fahne wie Rote zum Gruß und folgen durch Mutig und Spartakus. Wir schwenken die Fahne.
Kampagnenbüros. 30 Jahre sind genug. Revolution und Sozialismus. Zur Frage, was wir das vergangene Jahr gelernt haben und was wir weiter mit in unseren Kampf nehmen werden. Also, ein Jahr lang auf den Straßen und Plätzen der DDR und der BRD waren wir unterwegs. Und alles, was wir getan haben, hat uns gezeigt, ohne zu benennen, dass die Frage Sozialismus oder Barbarei tagtäglich steht, geht es nicht. Ohne zu fragen, die oder wir, die Klasse, die die Welt zerstört, weiter an der Macht zu lassen oder den Klassenkampf zu führen, Schulen und Fabriken zu besetzen, die Kapitalisten zu entwaffnen und weiter vorwärtsschreitend zur Revolution. Ohne diese Frage tagtäglich zu beantworten, kommen wir keinen einzigen Schritt weiter. Es gibt kein Dazwischen zwischen die oder wir. Es gab kein Dazwischen für die DDR, die versuchte, ihren Sieg über den Faschismus zu erhalten, indem sie mit den Altnazis in der BRD friedlich koexistierte. Es gibt kein Dazwischen zwischen die oder wir. Das beweisen die Chemiewerke in Leuna, in der DDR knappe 30.000 Arbeiter. Im Faschismus produzierten diese Werke den Mord für die Welt. Die Gifte, die die Faschisten brauchten, um ihre Feinde zu vernichten. In der DDR produzierte dieses Werk Kraftstoffe, chemische Grundprodukte, Dünger. Die Frage Tod oder Brot stellt sich an diesem Werk in der DDR wie an so vielen anderen Orten. Heute sitzen in diesem Werk, das einst ein einziges war und gigantisch groß. Und ihr wisst es, ihr habt es alle schon mal gesehen. Heute sitzen in diesem Werk fast 150 verschiedene Firmen, darunter BASF, Linde, Shell, der TÜV Nord. Heute wird dort wieder Gift produziert und es wird in giftiger Art und Weise produziert. Nicht nur hier, nicht nur in den Leunawerken, sondern in der ganzen Welt. Und dieses Gift ist es, was wir ernten, wenn wir den Kampf um den Sozialismus aufgeben. Was wir genauso ernten, wenn wir aufgeben, sind Erlebnisse, die wir in der Berufsschule in Zwickau hatten. Sind Berufsschüler, die sich aufspalten, wenn die FDJ vor ihrer Schule steht. Sind Berufsschüler, von denen sich eine Gruppe von Rechten und ihren Mitläufern hinstellt und sich gegen uns positioniert. Ist die andere Hälfte, die weiß, dass sie gegen die Faschisten ist, aber uns noch nicht kennt. Das passiert, wenn sich eine Jugend hinstellt und die Frage stellt, die oder wir. Und was passiert ist, dass diejenigen unter den Faschisten oder Sympathisierenden das Maul aufreißen gegen uns, aber ziemlich schnell stumm werden, wenn man hingeht und sie fragt, ob sie tatsächlich meinen, dass ihr Kollege aus Afghanistan schuld ist am Niedergang der Fabriken in diesem Land. Was es braucht, ist eine Jugend, die die Frage, die oder wir, die Kapitalisten oder der Sozialismus, täglich in die Schulen bringt. Die Frage, die oder wir, entscheiden wir nur organisiert. Gegen diesen Staat des Kriegs und des Mords, gegen diesen hochgerüsteten Apparat und seine Handlanger kommen wir nicht an, wenn wir vereinzelt bleiben. Wenn aber bei Demonstrationen wie auf FFF oder auch mancher Black Lives Matter Demo Fahnen von Organisationen verboten werden, dann heißt das, dass diese Jugendlichen sich selbst und ihre Ziele nicht ernst nehmen. Denn wie wollen sie siegen gegen diesen Staat, wenn sie sich keine Kampfstrukturen schaffen? Wie wollen wir siegen gegen diesen Staat, wenn wir uns keine Kampfstrukturen schaffen? Wie es gestern Abend war, liegt es an der FDJ, klarzustellen, was der Unterschied ist zwischen die oder wir. Was der Unterschied ist, sich zu entscheiden, wie heute den Kampf zu führen für uns und für die Stärkung unserer eigenen Kraft oder ihnen, den Faschisten, die Bühne zu überlassen oder sie, die Kapitalisten, weiter morden zu lassen,
wenn wir nicht lernen, die Revolution gegen sie zu stellen. Die oder wir, diese Frage stellte sich dieses Frühjahr in Erfurt, wo die Frage stand des Dammbruchs zwischen dem Handschlag zwischen den bürgerlichen Parteien und den Faschisten. Und wir sagten, dieser Dammbruch passierte vor 30 Jahren. Denn dort wurde die Frage die oder wir nicht im Kampf ausgetragen. Dort wurde den Kapitalisten das Feld überlassen. Und der Faschismus ist das, was wir ernten. Was wir brauchen, ist eine Organisation, die weiß, wo dieser Staat steht. Was wir brauchen, ist eine Organisation, die weiß, wo die Jugend steht. Die sagt, niemals den Burgfrieden mit diesem Staat. Niemals, wie unsere Genossen von der SDJ, die Frage des Katastrophenschutzes oder des THWs hinzustellen und zu sagen, diese müssen aufgebaut werden, während die Bundeswehr abgerüstet werden soll. Wir wissen, von diesem Staat können wir so etwas nicht fordern. Wir wissen, es ist nur die Gegenüberstellung von unserer Klasse und der Klasse der Kapitalisten, die uns weiterbringt. Es ist nur die Losung zu sagen, Krieg dem Krieg. Ganz eindeutig, ohne Wenn und Aber und ohne irgendein Dazwischen. In unserer Erklärung zum 3. Oktober 2020 schreiben wir, alles und jeden gegen diesen Staat, der unsere Vorgänger einsperrte und verfolgte, die Jugend des Hochverrats. Daran müssen wir uns messen. Wir sind noch lange nicht so weit, uns solch einen Titel verdient zu haben. Aber wir wissen, es braucht eine Jugendorganisation, die ohne Wenn und Aber den sterbenden Kapitalismus Schlag und Schlag versetzt. Denn nur auf seinen Trümmern können wir unsere Zukunft aufbauen. Nur im Staub seiner Gewalt ist diese Welt fähig, eine Zukunft zu haben. Wir brauchen eine Jugend, die niemals Frieden schließt mit den Unterdrückern. Das letzte Jahr Kampagne hat versucht, einen Anfang dafür zu finden, wie solch eine Jugendorganisation zu schaffen ist. Genossen, diese Kampagne hat nicht viel über die Bourgeoisie geredet. Und wir brauchen es auch nicht tun. Revolution und Sozialismus waren ja bereits auf dieser Welt. Wir sagen, wir sind der Stachel. Es vergeht kein Tag und keine Aktion, in dem die FDJ an sich dieser Stachel ist. Nicht, weil sie schon die Klarheit hätte in allen Fragen, aber weil sie das in sich trägt, was den eigentlichen Hauptwiderspruch dieser Zeiten ausdrückt. Der Sozialismus war bereits in der Welt und er ist nicht tot. Die Bourgeoisie beweist das. Stachel zu sein heißt nicht einfach, das bessere Deutschland, die DDR, das es war, seicht zu verteidigen. Nein. Da halten wir es wohl eher mit der Kommunistischen Internationale. Und dann stopfen wir den Finger auch ganz tief in die Wunde. Oder wollen wir allen Ernstes, ohne dieses Stopfen, das nächste Mal in der Lage sein, nicht nochmal den Liebknecht in einem Moment zitieren zu müssen, wo wir die wenigsten sind und marschieren? Wollen wir wieder vor der Situation sein, zu spät zu kommen in der Vereinigung der revolutionären Jugend? Müssen wir wieder die Kultur der Zukunft, die Kultur des Besitzes der Produktionsmittel so weit nach hinten stellen,
und uns in einem ausschließlichen Verteidigungskampf befinden wollen. Nein. Aber dann sollten wir den Widerspruch auch nicht scheuen. Dann sollten wir die Klassenorganisation sein, die die Arbeiterjugend und diejenigen, die an ihrer Seite sind, organisieren. Nein, dann verteidigen wir nicht, dass die DDR die SED an ihrer Spitze hatte, die sich plötzlich zur Partei des ganzen Volkes erklärte. Aber Freunde und Genossen, wer sich in Zeiten des bittersten Klassenkampfes zur Partei des ganzen Volkes erklärt, der erntet Großdeutschland. Genossen, wer nicht in allem, was wir tun, den Widerspruch der Jugend fördert, statt ihn eindämpft, wer also nicht sofort Halt schreit, wenn es heißt, die Jugend soll dienen und zufrieden sein, der erntet 1989 und die schlimmste Zerschlagung der Organisationen der Klasse, die die einzige ist, die den deutschen Imperialismus wird schlagen können. Wer hinterher trabt und nicht die Macht im Staat einnimmt, der steht vor den Trümmern des einst Erreichten. Aber die Trümmer, Genossen und Freunde, die lassen sich beseitigen. Im Osten und Westen, alle zugleich. Wir kämpfen gegen das Großdeutsche Reich, weil wir eine sozialistische Organisation sind, weil wir uns eine Programmerklärung erkämpfen werden und weil wir freimütig sagen, revolutionäre und kämpfende Jugend im Westen und im Osten, nehmt den Streit und den Kampf mit uns auf. Sie wollen sich nach der DDR-Männer holen. Im Osten.
an der Seite der Völker. Ohne den Internationalismus in unserem Kampf würden wir keinen Millimeter vorwärts kommen. Deswegen wird auch das eine Rolle in unserer Veranstaltung spielen. Und ich rufe auf das erste internationalistische Grußwort. "30 Jahre sind genug. Revolution und Sozialismus. Gruß vom CJC, Colectivos de Jóvenes Comunistas de España. Liebe Genossen der Freien Deutschen Jugend, wir, der CJC, möchten euch einen starken und brüderlichen Gruß für eure Aktionen, die ihr vom 1. bis 3. Oktober in Berlin abhalten werdet, senden. Unter dem Motto 30 Jahre sind genug, Revolution und Sozialismus, zeigt ihr eure Haltung gegen den kriminellen Einmarsch des deutschen Imperialismus in die DDR. Ebenso stellt ihr die Unvereinbarkeit des kapitalistischen Systems mit den Mindestgarantien für ein würdiges Leben der Mehrheit der Arbeiterklasse heraus. Die Notwendigkeit, Deutschland das zurückzugeben, was nach dem 3. Oktober 1990 verloren schien, ist offensichtlich. Dafür sollte die revolutionäre Jugend ideologisch und politisch vorbereitet sein, sowie in den Kämpfen der Arbeiter präsent sein. Genossen, wir sind uns der Schwierigkeiten und Grenzen bewusst, mit denen ein großer Teil der kommunistischen Jugendbewegung derzeit zu kämpfen hat. Und deswegen ermutigen wir euch, den Kampf weiterzuführen, so wie wir es jeden Tag tun. Kämpfen, um die endgültige Überwindung des kapitalistischen Systems zu erreichen, die Arbeiterjugend unter den Bannern der Kommunistischen Partei zu organisieren, an jedem Arbeitsplatz, an jedem Ort des Lernens und des Studierens. Wir wünschen euch viel Erfolg in diesen Tagen des Lernens und des Kämpfens. Nochmals herzliche Grüße aus Spanien. Es lebe der proletarische Internationalismus.
Genossen und Mitkämpfer, ihr werdet nun verschiedene Reden hören. Reden, deren Inhalte uns im Kampf begleitet haben. Reden darüber, wie der Kampf, den wir mit der FDJ auf der Straße geführt haben, zurück mit an unsere Orte und an unseren eigenen Arbeits- und Schulort gegangen ist und was wir durch diese Kampagne auch in unseren ganz ursprünglichen Arbeits- und Wohnorten miterlebt haben. Ich rufe daher auf, die Jugendgenossen mit ihren Kurzreden, die bitte alle zusammen jetzt nach vorne kommen. Höher. Das war ganz praktisch, aber ich nehme es einfach in die Hand. Genossen, ich freue mich heute hier zu sein und euch zu sehen. Ich schätze, das meiste wurde bereits gesagt. Ich glaube, wir wissen alle, wieso wir hier sind, wofür wir stehen. Ich möchte, dass jeder sich nochmal überlegt, wieso er hier ist. Seinen eigenen persönlichen Grund. Ich zum Beispiel, diese Rede habe ich schon häufig gehalten, jetzt in abgewandelter Form, komme ja aus Zwickau, wie bestimmt einige wissen. In Zwickau, da fand die NSU, der nationalsozialistische Untergrund, sein jähes Ende. Die Rolle des Staates bei der NSU ist besonders faszinierend und leider bei Weitem kein Einzelfall. Der Verfassungsschutz schleuste V-Männer ein, die über Jahre hinweg den NSU mit Waffen, mit Geld und mit Sprengstoff versorgten. Das ist schon mal was. Darüber hinaus bezweifelte die Polizei bis zum Ende, dass es sich bei einem nationalsozialistischen Untergrund um eine rechte Organisation handeln könnte. Das ist auch sehr faszinierend. Und, als ob das nicht noch genug wäre, hat man am Ende dann auch noch massenweise Akten vernichtet, um das Ganze zu vertuschen. Diese Organisationen repräsentieren unseren Staat. Und der Staat und unsere Gesellschaft hängen sehr nah beieinander zusammen. Der Kapitalismus ist schwach. Er verrottet. Ich denke, das Beispiel beweist es. Und wie gesagt, es war kein Einzelfall. Rostock-Lichtenhagen und viele, viele andere Ereignisse in den letzten Jahren haben es gezeigt, dass wir kämpfen müssen. Denn der rechte Mob wird stärker werden. Er war bereits stark und er wird wieder erstarken. Aber, Genossen, auch wir erstarken. Und wenn wir heute kämpfen, können wir gegen den rechten Mob siegen. Dann können wir eine Welt schaffen, in der alle Menschen besser leben können als heute. Sie wird nicht perfekt sein. Aber wenn wir die Segel auf die Utopie setzen, dann werden wir auf dem Weg viel lernen. Und dann haben wir die Möglichkeit, nach und nach uns ein besseres System aufzubauen, auch wenn es schwer wird. Und deswegen, Genossen, möchte ich euch nochmal daran erinnern, findet eure Gründe, wieso ihr in der FDJ seid. Jetzt wisst ihr mein. Danke euch. Ich wollte nur mal kurz auf den Dammbruch eingehen, den Genossin Elli vorhin erwähnt hat. Und zwar, ich halte es kurz, der Staatsumbau zur offenen faschistischen Diktatur gibt es nicht erst seit 30 Jahren. Ich sage nur, die Einführung der Bundeswehr, der Bundespolizei, des Heimatschutzes und ja, über ihre umfangreichen Ermächtigungen. Aber durch die vorübergehende Niederlage des Sozialismus vor 30 Jahren konnte bzw. musste die BRD sich gegen zwei Völker, gegen zwei Arbeiterklassen organisieren und sich rüsten. Die in Schach zu halten, bedeutet,
Krieg nach innen. Nur mit ihm und somit mit einer kleingehaltenen und verdummenden Bevölkerung kann man den Krieg nach außen führen. Aber wir lassen uns nicht für dumm verkaufen. Den Krieg, vor allem einen Krieg gegen unsere Klassenbrüder und Schwestern, ist nicht in unserem Interesse. Kommen wir den Kriegstreibern zuvor und entwaffnen sie. Was es dafür braucht, ist klar. Revolution und Sozialismus. Wir sind zwei Junggenossen der FEDJ und wir haben im letzten Jahr auch nicht nur bei den Großaktionen der Kampagne mitgewirkt, sondern auch bei kleineren Aktionen an unseren Orten und vor allen Dingen an unseren Schulen etwas getan. Und wir wollten unsere Erfahrungen mit euch teilen und euch uns nochmal sagen, was wir denken, dass wir das nächste Jahr auf jeden Fall machen müssen. Am 4. September waren wir an meiner Schule. Die Schüler aus meiner Klasse sagten, gegen Krieg ist richtig, aber sie wussten wahrscheinlich nicht, was der Begriff Faschismus bedeutet. Einige sagten auch, dass Militarismus eben schon eine Meinung sei und kein Verbrechen, also genau das Gegenteil, was wir sagen. Schüler aus der 8. Klasse googelten schnell nach FDJ und machten sich danach darüber lustig, dass die FDJ verboten war und sie trotzdem auf ihrem Schulhof steht. Vielen war es auch egal. Einfach total egal, was hier passiert. Ein Lehrer holte sogar die Polizei. Manche Lehrer sagten aber auch, dass es richtig sei, baten uns aber, das Schulgelände zu verlassen. Nach einer Erklärung von Genossen gaben uns Schüler recht, fragten aber, wie wollt ihr das denn hinkriegen? Vor 2-3 Tagen saß ich im Deutschunterricht und mein Lehrer hob sich. Er sagt und hebte das Flugblatt der FDJ hoch. Er sagte, falls sowas nochmal kommt, sagt ihr bitte direkt der Schulleitung Bescheid. Denn man weiß ja nicht, was diese Gruppen mit euren kleinen Köpfen anstellen. Vor 2-3 Tagen ebenso stand meine Mathelehrerin auf und hebte erneut das Flugblatt in die Hand und sagte, ja, das war ja vor 2-3 Tagen, also an dem Aktionstag, verboten und das darf nicht wiederkommen. Also gebt euch davon in Acht und wenn sowas nochmal passiert, sagt der Schulleitung Bescheid. Wir waren damals mit der Losung, Militarismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen an der Schule zum Antikriegstag vom 1.9. Eine verspätete Aktion. Unser Fazit lautet, als nächstes müssen wir mehr an die Schulen gehen. Warum ist es notwendig, eine FDJ-Gruppe an den Schulen zu haben? Erstens, um in einer revolutionären Jugend gegen diesen Staat, der der Jugend heute als einzigen Ausweg den Stahlhelm aufsetzt, sich zu organisieren. Zweitens, weil ein Unterricht, der uns in Geschichte vollkommen zusammenhangslos anhand sogenannter Lernvideos den Sozialismus, Kommunismus und Bolschewismus erklärt und zu nichts mehr selbstdenkenden Menschen erzieht. Drittens, weil uns anhand eines Beispiels, das meine Geschichtslehrerin machte, sie stellte sich vor zwei meiner Klassenkameraden und fragte sie, was würdet ihr lieber machen? Ein Büroangestellter sein oder ein Müllmann? Und beide sagten, sie würden natürlich lieber ein Büroangestellter sein.
Und dann sagte meine Geschichtslehrerin, deshalb funktioniert der Kommunismus nicht. Das ist der Grund. Das sind drei Punkte, warum die FDJ an die Schulen muss. Das ist unsere Waffe, die Organisation. Um so schließlich den Unterricht zu diktieren, damit uns das Wissen der Welt offen steht. Und darum brauchen wir die FDJ, um den praktischen Kampf an die Schulen zu tragen. Jeunesse, Renaissance, Communiste en France. Liebe FDJ-Genossen, die Jure RCF möchte Ihnen zunächst und in erster Linie Ihre uneingeschränkte Unterstützung an diesem tragischen Jahrestag versichern. In der Europäischen Union, in der angeblich deutsch-französischen Freundschaft und Freizügigkeit herrschen solle, hindert uns der kapitalistische Mangel an Tests im Land inmitten einer Pandemie und strenger Grenzkontrollen daran, an eurem Protest teilzunehmen. Aber ihr könnt sicher sein, dass unsere Gedanken an diesem Tag bei euch sind. Die JRCF und ihre Partei, die PRCF, haben immer klar Stellung bezogen, um die sozialistischen Länder gegen revisionistische Angriffe und gegen die Reaktion zu verteidigen. Seit Beginn ihrer Existenz hat sie das sozialistische Erbe verteidigt, insbesondere in der Deutschen Demokratischen Republik mit der Honecker Gesellschaft, die Sozialisten gegen bürgerliche Verfolgung verteidigte. Deshalb ist diese Demonstration für uns sehr wichtig. Deshalb möchten wir uns bei euch dafür bedanken, dass ihr uns eingeladen habt und wollen euch unsere volle internationalistische Unterstützung zeigen. Wir werden euch, Genossen, nicht daran erinnern, welchen Verlust die sogenannte Wiedervereinigung für das deutsche Volk im Allgemeinen und für seine Jugend im Besonderen bedeutet. Die meisten Menschen aus der Deutschen Demokratischen Republik wissen es aus erster Hand, wie Arbeitslosigkeit, Armut und der Abbau öffentlicher Leistungen mit der Annexion im achtreichsten Land der Welt in ihr Leben kann. Die ostdeutsche Jugend, die einst befreit von Arbeitslosigkeit war, die als Studenten ein hochkarätiges Universitätsstudium und als junge Arbeiter sehr gute Arbeit hatten, hat gesehen, was der Kapitalismus zu bieten hat. Armut, Prekarität und die Rückkehr des Faschismus. Die Annexion hat das Industrie- und Sozialsystem der DDR zerstört.
Jetzt gedeiht der Faschismus in Deutschland, während die Kapitalisten die EU nutzen, um allen Ländern, die unter seine Gerichtsbarkeit fallen, die gleiche Schockbehandlung zuzufügen. Da es keinen sozialistischen Staat mehr gibt, kann das Wenige, was wir haben, ohne Rücksicht auf die Grundbedürfnisse der Arbeiter weggenommen werden. Die EU gibt vor, für freien Markt und Redefreiheit zu stehen, aber hinter diesen Worten steckt nur eine harte Realität: kapitalistisches Interesse und Klassenkampf. In Frankreich gibt es jeden Tag eine neue Nachricht von der Schließung einer Fabrik. 600 Arbeitsplätze gleichzeitig. Unsere Industrie wird dezimiert und dies bei niedriger Unterstützung bei Arbeitslosigkeit. Jeden Tag wird ein öffentlicher Dienst abgeschafft oder wird unbezahlbar. In zwei der reichsten Länder der Welt leiden die Menschen wieder an Hunger. Die kapitalistische Krise liegt erst vor uns. Und dennoch hat es der Faschismus in immer mehr europäischen Ländern geschafft, die Macht zu übernehmen. In Polen werden unsere Kameraden aus der KPP geächtet und kriminalisiert, ähnlich wie die Mitglieder der SED nach der Annexion. In Frankreich wird die faschistische Rassemblement National Bewegung als möglicher Gewinner der Präsidentschaftswahlen für 2022 gehandelt. In ihrem Programm versprechen sie, kommunistische Vereinigungen loszuwerden und Streiks über verschiedene Berufe hinweg zu verbieten. Die Europäische Union, die sich immer als Verfechter von Demokratie und Liberalismus präsentiert, tut nichts, um die Faschisten aufzuhalten. Sie unterstützen die Nazis sogar öffentlich, gegen sie sich angeblich konstituiert haben. Tatsächlich hat das Europäische Parlament in seiner letzten skandalösen Entschließung sowohl den Nationalsozialismus als auch den Kommunismus, beides deklariert, als totalitäre unter Strafe gestellt, als ob Ersteres in Stalingrad nicht von Letzteren besiegt worden wäre, als ob diese beiden politischen Projekte nicht antagonistisch wären. Es begann mit der Annexion der DDR, aber jetzt bereitet sich der antikommunistische Revisionismus mit Fortschreiten der Krise des Systems überall aus. Es ist entscheidend, sich dagegen zu stellen und für eine sozialistische Welt zu kämpfen, in der Dinge wie Ausbeutung, Armut, Prekarität und Faschismus nichts als schlechte Erinnerungen sind. Da dieser Angriff global ist, wie der monopolistische Kapitalismus, müssen wir uns als Kommunisten vereinen, müssen wir mit ihnen proletarischen Internationalismus begehen und das nehmen, was uns gebührt, eine sozialistische Gesellschaft. Als deutsche und als französische Kommunisten müssen wir uns auf echte internationalistische Weise gegen sogenannte frando-deutsche Freundschaft vereinen, die im Kern eine imperialistische ist und deren einziger Zweck darin besteht, die Ausbeutung der Arbeiterklasse in weniger entwickelten Ländern, aber auch in Frankreich und Deutschland zu fördern, deren Proletariat bereits sehr viel erlitten hat. Und damit diese Revolution tatsächlich erfolgt, müssen wir uns unseren sozialistischen Vorgänger wie die DDR ansehen. Sie schafft es, aus den Ruinen entstanden, eine Gesellschaft aufzubauen, in der die Sonne schien wie nie zuvor. Es lebe der Sozialismus, es lebe die Deutsche Demokratische Republik. Jeunesse pour la Renaissance communiste en France.
journalistische Grußwort. Genossen, zugegeben, es war etwas überraschend, dass wir ein Grußwort erhalten haben der Kommunistischen Partei der Philippinen. Aber es hat uns auch unglaublich gefreut und gleichzeitig eines noch mal ganz klar vor Augen geführt. Wenn wir nicht den Kampf führen, wenn wir nicht den Kampf um Revolution und Sozialismus führen, dann trifft das auch ein Land, das scheinbar so weit weg ist, wie die Genossen auf den Philippinen. Diese Genossen setzen offensichtlich ganz schön viel darauf, dass wir den Kampf führen. Und deswegen haben sie uns Folgendes geschrieben. Liebe Genossen, die Kommunistische Partei der Philippinen freut sich, Ihnen revolutionäre Grüße zum 3. Oktober zu eurer Aktion in Berlin. 30 Jahre sind genug, vorwärts zu Revolution und Sozialismus zu senden. Ja, die 30 Jahre des zeitweiligen Zurückschlagens des Sozialismus in Deutschland haben gezeigt, dass die Annexion der DDR durch das revanchistische Deutsche Reich nur zu mehr Arbeitslosigkeit, Barbarei, Hunger und Entbehrung in Deutschland führt, aber auch in anderen Ländern, auf die der deutsche Imperialismus Einfluss nehmen kann. Die imperialistische Annexion der DDR im Oktober 1990 wurde verursacht durch den Aufstieg von besonderen Agenten des Imperialismus und anderer Steigbügelhalter des Kapitalismus, die sich ihren Weg bahnten in die obersten Ränge der KPdSU mit dem Ziel, die Sowjetunion und die sozialistische Gemeinschaft zu demontieren. Der Oktober 1990 markiert die Liquidierung eines sozialistischen Staats auf deutschem Boden durch den deutschen Imperialismus. Der Raub und die Zerstörung des staatlichen Sektors, der Wirtschaft in der früheren DDR durch die Monopole, das Verbreiten revisionistischer Sichtweisen und völliger Lügen gegen die Theorie und Praxis des Sozialismus und die gänzliche Demütigung der Führung der SED. Im Oktober 1990 kam es leider zu einer weit verbreiteten Bestechung und Gehirnwäsche der Bevölkerung der ehemaligen DDR, die gezwungen war, den sozialen Schutz des Sozialismus zu vergessen, die Lügen über die angebliche Ineffizienz einer Planwirtschaft zu akzeptieren und sich der sogenannten natürlichen Entwicklung zurück zum Kapitalismus zu ergeben. Die Wiederkehr der Arbeitslosigkeit und des Rassismus, die Legalisierung der Prostitution, der Aufstieg der Nazis und anderer revanchistischer Gruppen, die schamlose Revision der Geschichte, um Antisowjetismus und Antikommunismus zu bedienen. Aber die Erfahrungen der letzten 30 Jahre konterrevolutionärer, sogenannter farbiger Revolutionen in allen Ländern der ehemaligen sozialistischen Gemeinschaft hat uns nur eines gelehrt, dass die Rückkehr zum Kapitalismus dem Volk nur Chaos, Ausbeutung, das Wiederaufleben von ethnischen und religiösen und anderer sinnloser Konflikte bringt, den Ausverkauf und die Abhängigkeit vom Imperialismus und den Terror, die Verfolgung der Kommunisten und anderer Verfechter des Sozialismus in der Arbeiterklasse. Die beschämende Situation, in der sich die Bevölkerung ganz Deutschlands an der revanchistischen Rolle Deutschlands in den imperialistischen Kriegen gegen Jugoslawien, Afghanistan, Syrien, Libyen und gegenwärtig gegen Iran, Venezuela und andere antiimperialistische Länder beteiligt hat, wurde nur möglich durch die Besetzung und Liquidierung der DDR. Deswegen begrüßen wir euren Aufruf für die Vereinigung der revolutionären Jugend im Kampf für eine sozialistische Alternative, zu kämpfen gegen das größer gewordene Deutsche Reich und dafür den deutschen Imperialismus zu überwinden. Wir sind glücklich festzustellen, dass der Kampf für den Sozialismus der revolutionären Jugend Deutschlands von der FDJ geführt wird, die eine stolze Geschichte des Kampfes gegen das Hitlerregime hat und die viele mutige Helden und Märtyrer während der grauenvollen Nazi-Diktatur hervorbrachte.
Wir wünschen euch jeden Erfolg bei eurer Aktion und Demonstration an diesem 3. Oktober, wenn eure Kampagne den Höhepunkt des ersten Jahres hat. Weiterhin, wir wünschen der FDJ noch mehr Stärke, den Kampf fortzuführen. Vorwärts für Revolution und Sozialismus. Mit kommunistischen Grüßen, Antonio Parris, Generalsekretär. Die Freie Deutsche Jugend hat einen Fördererkreis. Und diesen bitte ich jetzt hier zu seinem Grußwort. Ziemlich am Anfang der Kampagne schrieb uns Werner Knapp, Gründungsmitglied der FDJ in Prag, Soldat in der tschechoslowakischen Auslandsarmee in Frankreich, Gründungsmitglied des Fördererkreises der Freien Deutschen Jugend. Liebe Jugendfreunde, ich bedanke mich für diesen interessanten Brief und die zugesandten Anlagen. Ihr Inhalt unterrichtet über eure Schwierigkeiten, mit denen ihr zu kämpfen habt, aber auch darüber, dass ihr unermüdlich eurer Überzeugung treu bleibt und zuversichtlich und optimistisch aktiv seid. Auch wir in der Emigration in Prag hatten unsere Schwierigkeiten bei der Gründung der FDJ, wenn diese auch anderer Art waren. Aber der Erfolg blieb nicht aus. So wird es auch euch ergehen. Wenn nicht heute, dann morgen. Dazu begleiten euch meine besten Wünsche und Grüße. Freundschaft, Werner Knapp. Werner Knapp gehört zu den Jugendlichen, die fliehen mussten vor den Faschisten an der Macht in Deutschland. Wenn wir auf uns schauen und bemerken, wie wenige wir doch sind, dann heißt es besser, wie wenige wir noch sind. Wie wenige erst waren die Jugendlichen, die in der Emigration die Freie Deutsche Jugend gegründet haben. Sie ließen sich davon nicht unterkriegen, weil sie wussten, sie tun das Richtige. Dass die Faschisten an der Macht durch die Völker der Welt gestürzt werden, konnten sie da noch nicht wissen. Dass der folgende Zweite Weltkrieg Millionen Menschenleben kosten wird, wussten sie 1936 auch noch nicht. Aber sie taten das Richtige. Sie gründeten eine Jugendorganisation, die alle Jugendlichen im Kampf gegen Faschismus und Krieg vereinte, die Jugend des Hochverrats. Liebe Jugend des Hochverrats heute, FDJ, wie oft müsst ihr euch gefallen lassen, ihr hättet die DDR doch gar nicht erlebt. Ihr wüsstet doch gar nicht, was Sozialismus ist. Ja, was glauben Sie denn? Natürlich nicht. 30 Jahre sind vergangen. Ihr seid alle erst in diesem Großdeutschland geboren und aufgewachsen. Deshalb wisst ihr aber auch zu gut, mit wem ihr es zu tun habt. Und wie notwendig es ist, zu rufen, alles und jeden gegen diesen Staat des Großkapitals. Ihr wisst, dass die Jugend nur eine Zukunft hat, wenn sie und die Arbeiterklasse sich endlich organisieren, die herrschende Kapitalistenklasse und ihre Handlanger stürzen und den Sozialismus aufbauen. Ihr wisst es, weil es das einzig Richtige ist. Wie Werner Knapp 1936. Wir Alten, wir ehemaligen FDJler, wir, die andere Zeiten schon gesehen haben, den Sozialismus in der DDR oder die Verbrechen der BRD, wir vom Fördererkreis lassen euch da nicht allein, weil wir wissen, dass eine Jugend wie euch die Welt gehören muss. Seien wir endlich mal realistisch und versuchen wir, wie Generationen von Revolutionären vor uns, das Unmögliche.
Neustart. Fort mit den Trümmern wird was Neues hingebaut. Um uns selber müssen wir uns selber kümmern und heraus gegen uns, wer sich traut. Und das Schülerpakt ist uns verblieben, das nach Freiheit jammert, früh und spart. Und die Herren, die die Schieber schieben, schieben wir per Schub aus unserem Staat. Fort mit den Trümmern und was Neues hingebaut. Um uns selber müssen wir uns selber kümmern und heraus gegen uns, wer sich traut. Internationalistische Grußwort. Genossen, die Jugend der Arbeiterpartei Irlands sendet anlässlich des 30. Jahrestages der Annexion der Deutschen Demokratischen Republik brüderliche Grüße an unsere Genossen der Freien Deutschen Jugend. Die Annexion der DDR war eine Katastrophe für die deutsche Arbeiterklasse, deren Auswirkungen bis heute zu sehen sind. Die Jugend wurde durch die Kapitalistenklasse ihrer Zukunft beraubt. Genossen, hier kommt natürlich die FDJ ins Spiel. Mit eurer Botschaft Revolution und Sozialismus bietet ihr eine Alternative für die Jugend der Arbeiterklasse eures Landes. Eine Alternative, die die Macht fest in die Hände unserer Klasse legt und gleichzeitig die Position der Jugend festigt, in ihrem Land das Sagen zu haben. Die Geschichte eurer Organisation, Genossen, muss hochgeschätzt werden. Indem ihr den Sozialismus gegen die Aggressoren aufgebaut und geschützt habt, indem ihr trotz der Annexion der DDR stark geblieben seid, bietet ihr allen kommunistischen Jugendorganisationen auf der ganzen Welt Inspiration. Wir begrüßen auch eure Fähigkeit, den Kampf aktiv auf die Straße zu bringen und der Arbeiterklasse eure sozialistische Politik in klaren Worten zu demonstrieren. Auf dem Weg nach vorne stehen wir einem gemeinsamen Feind gegenüber, Genossen. Von Dublin bis Berlin und darüber hinaus ist unser Feind die Kapitalistenklasse. Während sie sich weiter konsolidieren, ist es von größter Wichtigkeit, dass die Arbeiterklasse dasselbe tut. Internationale Verbindungen zu anderen kommunistischen Jugendorganisationen wie der FDJ halten wir hoch. Wir hoffen, die Freundschaft zwischen unseren beiden Organisationen auch in Zukunft fortzusetzen. Obwohl wir heute leider nicht an eurer Veranstaltung teilnehmen können, möchten wir euch darüber informieren, dass wir im Geiste bei euch sind. Wir danken der internationalen Abteilung der FDJ für die Gelegenheit, diesen Gruß zu senden und wünschen euch für die Zukunft viel Erfolg. Solidarisch, I. Gardiner, Sekretär Jugend der Arbeiterpartei, Workers Party Youth of Ireland. Genossen, wir waren heute zusammen auf der Straße. Die FDJ zusammen mit der Revolutionären Front. Und auch das soll hier heute eine Rolle spielen. Deswegen rufe ich auf die FDJ-Genossin Nina und den Vertreter der Revolutionären Front, Rote Fahnen sieht man besser, für sein Grußwort. Ich werde jetzt gleich noch mal eine Rede halten, so ähnlich wie ich sie dieses Jahr am 1. Mai gehalten habe, die in München die Revolutionäre Front veranstaltet hat, weil der DGB ihn vorsorglich abgesagt hat.
Diese Rede ist auch, ist auch angelegt auf eben den Tarifabschluss der IG Metall, in dem eben Auszubildende der Elektro- und Metallindustrie an den Kriegsdienst ausgeliefert werden, in dem die Übernahme eben nicht garantiert wird, sondern stattdessen können sie erstmal 18 Monate Kriegsdienst machen und darauf hoffen, dass sie doch noch übernommen werden. Der Kapitalismus ist am Ende. Das zeigt sich in der Wirtschaft, wo Tausende entlassen werden. Es zeigt sich in der Politik. Es zeigt sich überall. Man sieht es daran, wie die Bundeswehr Kampagnen macht, um die Jugend für den Kriegsdienst zu gewinnen. Man sieht es daran, wie unsere Köpfe mit Rassismus vergiftet werden. Wir haben nichts gemeinsam mit Unternehmen, die giftige Chemie, tödliche Waffen, stinkende Autos produzieren. Wir haben nichts gemeinsam mit Organisationen wie der Bundeswehr, wie Frontex, die Menschen im Mittelmeer ertrinken lassen. Die einzigen, mit denen wir etwas gemeinsam haben, sind Leute wie die Jugendlichen und Kinder in Moria, wie die streikenden Arbeiter in Mexiko, wie die revolutionäre Jugend weltweit. Der Kampf um Befreiung ist international. Unser Hauptfeind heißt deutscher Imperialismus. Revolutionäre Jugend im Kampf voran. Revolution und Sozialismus. Berliner, Freunde und Genossen, die Revolutionäre Frontabteilung Berlin grüßt die Freie Deutsche Jugend. Wir sind hier am Ernst-Thälmann-Denkmal und Teddy hat uns eine Botschaft hinterlassen. Einen Finger kann man brechen, aber fünf Finger sind eine Faust. Diese Botschaft wird ihre Gültigkeit zu keiner Zeit verlieren. Viele von uns sind Arbeiter. Die Kapitalisten, die sogenannten Arbeitgeber, verfügen über unsere Arbeitskraft, solange wir das zulassen. Darum müssen wir uns gemeinsam wehren. Das von Generationen von uns Arbeitern errichtet haben, ist in Gefahr. Die Spaltung der Arbeiterklasse durch Leiharbeit und Werksverträge einerseits und die Stammbelegschaft andererseits haben die Freie Deutsche Jugend und die Revolutionäre Front überwunden. Gemeinsam haben wir untereinander die Machenschaften der Gewerkschaftsbosse entlarvt. Eine von Grund auf andere Gesellschaftsordnung ist unser gemeinsames Ziel. Wir müssen in den Besitz der Produktionsmittel kommen und somit an der Spitze stehen. Nur dann bestimmen wir, was produziert wird. Unter anderem kämpft die Freie Deutsche Jugend für einen funktionierenden, öffentlichen, umweltgerechten und unentgeltlichen Verkehr. In der jetzigen Krise wird der Ruf nach Verbesserung der Verkehrswege laut. Das bedeutet im Kapitalismus. Brücken werden panzerfest gemacht, Eisenbahnstrecken für Militärzüge ertüchtigt und die Bundeswehr als Rechtsnachfolger der Wehrmacht hat mit der Bahn einen Rahmenvertrag abgeschlossen. Es sollen über 1000 Militärtransporte im Jahr in Richtung russischer Grenze ermöglicht werden. Dafür sind zwei Gleistrassen freizuhalten und zahlreiche Waggons und Lokomotiven sind vorzuhalten. Dieser Rahmenvertrag kostet uns jährlich rund 100 Millionen Euro Steuergeld. Unser Steuergeld. Wie in den beiden Weltkriegen hat das Militär wieder Vorfahrt vor dem zivilen Verkehr. Darum Krieg dem Krieg. Wenn wir die Spaltung der Arbeiterklasse komplett überwinden und alle Antifaschisten gemeinsam kämpfen, wie es bereits die FDJ und die Revolutionäre Front tun, ist unser Kampf gegen den Faschismus erfolgreich. Die sozialistische, antifaschistische Freie Deutsche Jugend hat einen erheblichen Anteil am Kampf gegen den Faschismus. Der FDJ ist bewusst, uns wird nichts geschenkt, sondern es ist der Klassenkampf erforderlich. Um unsere Kräfte zu bündeln,
müssen wir die Faust ballen. Ich stelle mich als Lokführer und Mitglied der Revolutionären Front dem Kampf gegen den Kriegspakt zwischen der Bundeswehrmacht und der Bahn gemeinsam mit der FDJ. Fallen wir den deutschen Imperialismus in den Arm, bevor er den Faschismus erneut errichten kann. Schließt euch der Freien Deutschen Jugend, dem Förderkreis der FDJ oder der Revolutionären Front an. Werdet Mitglied. Werden wir zur Faust. Denn wir wollen die Kriege der Kapitalisten nicht. Die Revolutionäre Front wünscht der FDJ Kraft für die weiteren Kämpfe. Es ist längst angesprochen worden von zwei jungen Revolutionärinnen. Was haben wir als nächstes zu tun? Nun, vielleicht habt ihr einen kleinen Fehler am Anfang bemerkt, als ich euch begrüßt habe. Was bekommen wir beigebracht in der Schule? So habe ich es gelernt. Der Esel nennt sich immer zuletzt. Dementsprechend sagte ich, die oder wir. Nun, lasst mich damit anfangen. Wir meinen, wir drehen es um. Und dieses Selbstbewusstsein müssen wir uns nehmen. Wir oder die. Das ist der erste Punkt bei der Frage, dass längst Klassenkampf an den Schulen und Ausbildungsstätten in der BRD herrscht. Die Frage ist, wie schnell und wie mächtig mischen wir uns ein? Oder, um es ganz kurz mit ein paar Zahlen andersrum zu formulieren, 152 Millionen Kinder auf dieser Welt gehen nach wie vor arbeiten. Ein Kind per Definition ist unter 14 Jahre alt. Nach Schätzungen nach internationalen werden nach diesem Sommer 300 Millionen Kinder weltweit nicht mehr in die Schule zurückkehren. Warum? Weil sie mithelfen müssen, dass ihre Familien überleben. Weil sie mithelfen müssen, dass ihre Geschwister essen können. Das heißt wir oder die. Wir oder die heißt in diesem Land, dass 360.000 Kinder in der BRD sich diesen Sommer fragen durften, lernen oder essen. Weil sie nämlich mit ihren Familien unter der Armutsgrenze leben,
und sich schlicht den PC nicht leisten konnten, um am Online-Unterricht teilzunehmen. Es sei denn, die Familie hätte beschlossen, das Essen sein zu lassen. Nur, um zu wissen, muss man zu essen wissen. Diese zwei Beispiele und vieles von dem, was wir heute gehört haben, beweisen weiter und erneut und noch mehr, wie unfähig dieses System ist, das noch nicht mal mehr in der Lage ist, alle Kinder und Jugendlichen für ihre Ausbeutung auszubilden. Auszubilden für eine Ausbeutung, die nichts anderes als Gift und Tod mehr produziert. Produkte produziert, die wir, sie, die Arbeiter, die Werktätigen sich schon gar nicht mehr leisten können. Also, der Klassenkampf tobt. Nur haben wir vor nicht mal 48 Stunden Folgendes erlebt. Nämlich, was passiert, wenn man nicht oft genug an der Schule ist. Ein weiteres Beispiel, und ich glaube, jeder von uns kennt es auch. Nämlich die dreckige Lüge, Schule sei ein neutraler Ort. Tja. Wir wissen längst, dass das überhaupt nicht stimmt. Und da reden wir nicht von Werbung oder Sponsoring. Nein, wir reden hier zum Beispiel von der Frage, dass Kultusministerien längst, und zwar seit 2007, Abkommen mit der Bundeswehr geschlossen haben. Wir wissen auch, dass in dieser Republik kein Lehrer kontrolliert wird, wen er wählt oder welche politische Einstellung er hat. Aber was wir von unseren Genossinnen vorhin gehört haben, wissen wir sehr wohl, welcher Teil der Geschichte eben nicht im Unterricht vorkommt. Daher geben wir Ihnen recht. Wir sagen auch, die Frage wir oder die Frage der revolutionären Jugend, die Frage der Arbeiterjugend in den Fabriken ist die, die uns als nächstes begleiten wird. Das bedeutet nicht, dass unser Kampf auf der Straße einzustellen ist. Aber es bedeutet für uns, dass diese Straße eben auch der Schulhof werden wird. Es bedeutet, dass wir konkret anfangen müssen, den Kampf darum zu führen, wie in die Schule kommen. Von der ersten Demonstration über den Flur, von Einheiten im Unterricht zur Frage der Schulbesetzung. Und wer meint, dass sich das völlig absurd anhört, der kann sich längst international eines Besseren belehren lassen. 200 Schulen vor ungefähr einer Woche. Gestern kam die Nachricht, es sind 700 Schulen besetzt. Das ist leider nicht in diesem Land, aber diese Nachrichten erreichten uns aus Griechenland. 700 Schulen in Griechenland werden von Schülern besetzt. Sie werden besetzt, weil sie wieder in die Schule müssen. Sie werden besetzt, nicht weil die Schüler nicht lernen wollen, sondern weil der Staat keinerlei Schutzmöglichkeiten für sie, für die Arbeiter auf dem Schulweg, weil sie zum Beispiel in Bussen eingepfercht sind, weil es zu wenig Busse gibt, weil in den Schulen keine sinnvollen Möglichkeiten der Hygiene da sind, überfüllte Klassenzimmer, weil dieser Staat nicht mit einer Pandemie umgehen kann, weil er es nicht will, weil in den letzten 10 Jahren 20.000 Arbeitsplätze gestrichen worden sind und 27% des Bildungsetats. Was hat das wohl mit uns zu tun?
dieser deutsche Staat, und das hat er mit der Annexion wieder ordentlich anfangen können, raubt die Völker der Welt und raubt unsere Mitschüler ja eigentlich aus. Weil das sind es. Sind Mitschüler, die sagen, es reicht. Es war auf einem Transparent, das war sehr schön, stand drauf, man hat auf dem Mars Wasser gefunden. Während hier einen Monat lang gebraucht wurde, bis wir einen Physiklehrer gefunden haben. Also die Frage, was steht eigentlich schon für die Menschheit an Wissen bereit und mit welchen Kleinigkeiten müssen wir uns rumschlagen? Weil dieser Staat auch antwortet. Und er antwortet damit, Lehrer, Eltern und natürlich die Schulen, die Schüler festzunehmen und zu verhaften. Sie einzupferchen und zu sagen, diese Besetzungen, die zerstören das Bildungssystem. Die sind das, die das Land in die Krise reiten. So Worte der Regierung in Griechenland. Die Schüler haben, denke ich, einen kleinen Schritt von uns voraus. Sie sagen, sie gehen nicht nach Hause, weil es gefährlich ist, weil sie nicht geschützt werden können, weil dieser Staat sie auch gar nicht schützen möchte. Er möchte lieber ins Militär investieren als in die Bildung. Sondern sie setzen sich in ihre Schulen, weil sie ja die Orte sind, in denen wir, und das ist egal, wo wir Schüler sind in dieser Welt, die Orte sind, in denen wir zwangskollektiviert sind. Die Orte, in denen wir abgerichtet werden, dieses System zu schützen. Wir müssen das doch aber stürzen. Deswegen müssen wir genauso anfangen zu sagen, wir machen es an diesen Orten. Das ist vielleicht Teile in der Jugend, wir arbeiten ja auch an ihnen, machen das vielleicht ein Stück weit noch anders. Sie machen es auf Demonstrationen und auf den Marktplätzen. Dort stört es weder die Regierung noch die Kapitalisten. Aber in den Schulen, dort, wo das Wissen eigentlich sitzen müsste, und wem gehört das Wissen? Gerade im Moment nicht ganz wirklich uns. Also, wenn man vielleicht Glück hat, dann lernt man sogar noch, dass Glyphosat krebserregend ist, dass es die Böden kaputt macht, dass es ganze Nationen eigentlich kaputt macht. Und für uns tatsächlich die Frage steht, was machen wir in Zukunft mit diesen Böden, die nicht mehr ertragreich sind? Aber kriegen wir die Verbindung dazu, dass man was dagegen machen kann und muss? Wir sagen ja, und dieses Wissen muss in die Schulen mitgenommen werden. Und ich denke, das ist die Aufgabe, der wir uns schon öfters gestellt haben und immer mehr stellen müssen. Denn wenn wir es nicht machen, dann macht es keiner und die Reaktion macht es. Und die macht dann ihr Übriges. Es heißt also, wir oder die. Jeden Tag, in jeder Schule und an je mehr Schulen wir sind, desto besser. Weil dann können wir das Wir unterstreichen. Thank you.
ist